Hallo. So, es geht sofort los. Ich muss nur noch mal eben kurz was wegwerfen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Deckel auf, Müll rein, Deckel zu. Wunderbar. Super einfaches System. Kennt jeder, kann man sich auch merken. Funktioniert zu Hause, unterwegs, hier auf der Bühne, mit ein bisschen Vorbereitung natürlich. Ja, kann ich jetzt auch Feierabend machen, oder? Müll ist weg. Ende? Nö, no, nö. Ist euch egal, ich rede jetzt einfach mal weiter. Wie bereits gesagt, ich bin Historiker und ich möchte rausfinden, wie sich das mit dem Müll und dem Eimer und dem Deckel, wie sich das entwickelt hat in der Geschichte. Ich bin nicht hier anzutreffen, nicht auf der Müllhalde, die durchwühle ich nicht. Das traue ich mich nicht so ganz. Mich trifft man eher hier, im Archiv. Ja, dort durchwühle ich dann auch etwas. Ja, da ist schön warm und trocken. So alte Akten und Karteikarten, gut, die sind vielleicht staubig. Und ich versuche dann eben daraus zu finden, wie sich das entwickelt hat mit dem Wegwerfgewohnheiten in der Moderne, und zwar in dieser Zeit. 1880 bis 1930 ist der Zeitraum, den ich mir rausgegriffen habe. Das erkläre ich auch gleich noch, warum. Und wie schon gesagt, das mache ich nicht weltweit, das mache ich hier in New York und hier in Berlin und heute Abend für euch nur in Berlin. Was war also so spannend an diesem Zeitraum? Ja, das ist ein Zeitraum, 1880 bis 1930, von enormen dynamischen Veränderungen. Ja? Wir haben da Hochindustrialisierung und Massenproduktion. Wir haben dort einen globalen Warenhandel, den wir auch vorfinden. Und den Beginn der modernen Konsumgesellschaft. Und ganz wichtig, wir haben sehr, sehr große Städte und davon eine ganze Menge. Die Millionenmetropolen wie Berlin und New York sprießen in dieser Zeit wie Pilze aus dem Boden. Ich will also wissen, wie sich in dieser Zeit, in dieser Ort und in diesen Orten unter diesen Vorbedingungen das Müllregime entwickelt hat. Ja, jetzt fragt ihr euch, was meint der jetzt damit? Redet der von einem Müllkönig? Einem Schrottpräsidenten? It's garbage. Nee, keine Sorge, dieser orangene Herr wird uns heute Abend erspart bleiben. Ja, das Wort Regime leitet sich vom lateinischen Regiment ab. Ja, da, soweit reicht es noch zum kleinen Latinum hier. Das heißt aber nicht nur Herrschaft, nein, das heißt auch Lenkung und Leitung. Ich will also rausfinden, was unser Verhältnis zum Müll lenkt und leitet. Ja, dafür schaue ich mir an, Normen, Infrastrukturen, Organisation und Technik. Ja, das geht auch ein bisschen konkreter. Also, Normen, was ist erlaubter Umgang mit Müll und was ist nicht erlaubt? Also, was ist I und was ist okay? Infrastruktur, habe ich überhaupt eine Mülltonne wie diese hier? Organisation, wer übernimmt die Arbeit am Ende? Ja, wer macht das weg? Und Technik, das sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Abkippen im Wald ist eine sehr primitive Technik. Aber es ist auch eine. Ich will im Grunde also wissen, um das mal in Bild zusammenzufassen, wie wir vom alles fressenden Hausmüllschwein zur alles verschlingenden BSR gekommen sind. Oder beziehungsweise ihrem Urgroßonkel. Ja. Der Weg dorthin, kleiner Spoiler an der Stelle, verlief nicht besonders geradlinig. Vor allem nicht hier in Berlin. Zur Jahrhundertwende oder einer Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hatte ich schon gesagt, Berlin wächst, immer mehr Menschen kommen hierher, um hier zu arbeiten, schön hier in die Mietskasernen. Ja, ihr kennt das hier alle aus dem Wrangelkiez, heutzutage zu 82 Quadratmeter abgezogen, die sind voll nice. Damals war es ein bisschen enger und man hatte auch auf einige Dinge verzichtet beim Bau dieser Kasernen. Zum Beispiel auf sanitäre Einrichtungen oder Platz einfach für Mülleimer. Warum? Ja, man hatte dafür andere Methoden entwickelt in Berlin. So 1835 zum Beispiel, ja, da schleppte man dann seine Abfälle nachts an die Jungfernbrücke, kippte das ganze Zeug in die Spree. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Man kann sich zum Beispiel was anderes überlegen, zum Beispiel diese Dinger zu bauen, Senkgruben. Ja, da kam dann alles rein an Abfällen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Sämtliche Abfälle kamen da rein, auch Schokopudding. Das ging dann bis 1873 so mehr oder weniger gut. Die flossen irgendwann über, die waren groß, da passte viel rein, die wurden dann nicht immer regelmäßig abgeholt. Ja, das roch nicht besonders gut und so. Bis man dann dazu überging,
endlich eine Kanalisation in Berlin zu bauen. Man trennte also Feste von flüssigen Abfällen. Problem gelöst, nicht ganz, vor allem nicht, wenn man diesen Herrn hier fragt. Theodor Weil, Hygieniker, also einer jener Experten, die sich mit dem Verhältnis von Gesundheit und Sauberkeit befasst haben. Und nach seiner Auffassung und der seiner Kollegen war Müll eine Gesundheitsgefahr. Also es stand nicht, wie heute, die Umwelt im Mittelpunkt der Überlegung zum Müll, sondern die Gesundheit und das Wohl der Bevölkerung. Tja, und das sollte sich doch eine Reichshauptstadt wie Berlin doch was kosten lassen. Ja, sind wir aber in Berlin. Nö, kein Geld. Aber jede Menge Ideen. Lassen wir es doch die Hausbesitzer selber bezahlen. Ja? Freie Marktwirtschaft, juhei, kann sich jeder so seinen eigenen Müllabholer dann bestellen. Ist eigentlich eine ganz tolle Idee, ja, regelt sich von alleine, die unsichtbare Hand des Marktes und so weiter. War auch toll, ne? Bis zu 60 verschiedene Unternehmen haben sich dann in Berlin gefunden, die das dann halt machen wollten. Ne? Nur einheitlich im Sinne der Hygieniker war da gar nichts, ne? Nicht mal hier so die Behältnisse. Dabei hätte man doch nur diesen Herrn fragen müssen. Eugène Poubelle, der saß an der Seine, nicht an der Spree, war seines Zeichens Präfekt von Paris und hatte ein ähnliches Problem zu lösen und dachte sich dann 1883, mon Dieu, ein Tonne braucht ein Deckel, et voilà, la Poubelle. Ja, die Tonne in Frankreich wurde nach ihrem Erfinder benannt. Es kann ja nicht jeder Röntgen heißen und Strahlen entdecken. In Berlin blieb die Tonne so lange offen. Ganz zog sich die Stadt nicht aus der Affäre. Die richtete dann solche Abladeplätze rein. Ja? Da konnten dann die Müllabholer hinfahren, Müll abladen und es dann da lassen. Gegen Bezahlung natürlich. Und die dachten sich so, nö, kein Bock. Ich fahre lieber hier ins Westend, wo es noch keine Häuser gibt, und schütter meinen Schrott ab. Ja, wahnsinnig pittoresk. Das dachte sich auch dieser Herr, Heinrich Zille, berühmter Berliner Künstler. Der hat das gleich mal für uns fotografiert, konserviert und bei Instagram hochgeladen. Und die Tonne blieb weiterhin offen. Das freute den Zille, denn die offene Tonne, ja, das war auch eine Einnahme, eine solide Einnahme für diese Herren hier. Lumpensammler. Die durchsuchten die Abfalltonnen nach verbrauchbaren Materialien, ja, konnten die dann verkaufen, also so eine Art Proto-Recycling. Das war nicht besonders angesehen, denn offene Tonnen, das wissen wir heute auch, ziehen auch noch ganz andere ungebetene Gäste an. Ja? Mit denen will man es da nicht zu tun haben. Das andere Problem der offenen Tonnen war auch noch ein anderes, nämlich von den 0,5 Kilogramm Müll, die der Durchschnittsberliner zu dieser Zeit produzierte, war die Hälfte Asche. Ja? Kohleöfen, ihr kennt die vielleicht noch als pittoreske Elemente in euren Altbauwohnungen. So, 1895 dann, hurra, die Polizei macht einen Deckel auf die Tonne in Berlin. Warum die Polizei? Ja, weil die Stadt hat es nicht hingekriegt. In Charlottenburg, dem reichen, unbeliebten Nachbarn Berlins, ja, es war damals mal eine eigene Stadt, war man ein bisschen weiter, war man ein bisschen cleverer. Ja, man überlegte, das muss doch auch ein bisschen besser gehen. Und 1907 ging ihnen dann ein Licht auf, man hatte eine super Idee, hurra, wir trennen den Müll. Yay! Recycling, made in Germany, Vorsprung durch Technik, als es das Wort nicht mal gab. Drei Kategorien, da wurden dann so Spinde aufgestellt in den Wohnungen. Im Hof wurde getrennt gesammelt, das wurde dann getrennt abgeholt. Dann wurde das nochmal getrennt in Segefeld, also hinter Charlottenburg, also genauer gesagt hinter Spandau. Ich weiß, ihr fahrt da nicht hin, ihr wisst es jetzt trotzdem. Also fortschrittliche Idee, super, war sehr angesehen, hat sich nur nicht gerechnet. 1917 gingen dann in Charlottenburg die Lichter aus. Was lernen wir jetzt daraus? Also man war schon mit dieser tollen Recycling-Idee schon sehr früh dabei. Man hatte noch ein paar Probleme, die man ausbügeln musste. Aber im Mittelpunkt stand nun mal nicht die Umwelt, nicht wie heute. Heute wissen wir, dass mein fieser Plastikdeckel von meinem Kaffeebecher irgendwo auch wieder landet. Aber ob dieses Bewusstsein uns dabei hilft, unser Müllregime zu verändern, dass es dann in der Zukunft vielleicht besser wird, das werden uns dann die Müllhistoriker der Zukunft verraten. Vielen Dank.
Das war für euch der Mann, der zu fast jeder Tonne einen Deckel findet. Björn Blass! Und jetzt seid wieder ihr dran. Ihr habt genau 2 Minuten Zeit, euch darüber einig zu werden.